Hallöchen, willkommen wieder zu einem Speedbuild mit Bauen in Planet Zoo Aquatic Pack. Ja, ich habe mich wieder dran gesetzt, habe ein bisschen für euch gebaut und es ging deutlich schneller als das letzte Mal. Ich habe gedacht, komm Yuki, mach das anders. Ich habe mir jetzt diesen Tool genommen, wo ihr einfach nur die Erde wegmachen könnt. Also nicht, was auf einer Länge ist, das kommt erst später, das seht ihr jetzt hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ebenen, so wie es jetzt ist, das war reiner Zufall, wo ich gedacht habe, sieht doch ganz nice aus. Yuki, lass das. Würde mich interessieren, wie ihr das findet. Ja, an sich, ich habe sogar noch eine kleine Höhle mit damit reingebastelt. Einfach so random, ohne dass ich es wollte. Das Einzige, wo ich halt wieder so ein bisschen rumgebastelt habe, ist, ja, halt, ne, dass alles schön gleichmäßig ist. Wo ich so ein bisschen Probleme immer noch mit habe, ist, so einen weichen Übergang zu kriegen. Also von dieser ganz harten Kante bis zu einem weichen Übergang. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass man halt einfach sagt, okay, wie so bei so einem Baggersee, dass man jetzt nicht denkt, so, wumms, man fällt jetzt ins tiefe Wasser. Ja, das hat deutlich alles besser geklappt mit, hier mit der Front ziehen und alles. Und ja, da habe ich dann so ein bisschen dran rumgebastelt und es ist schon fast so, wie ich es wollte. Also, ich habe so überlegt, ob ich jetzt vielleicht zwischen diesem Durchgang noch so ein, quasi so ein Dach mache. Das überlege ich mir aber noch. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Es ist halt einfach nur so eine Überlegung, ja, ob ich das generell mache oder nicht. Das schreibt mir auch mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ich das machen soll. Dann mache ich das noch. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt einfach noch so ein bisschen geglättet, hin und her gezogen und ja, dann letztendlich dann ab einem gewissen Punkt die Pinguine reingelassen. Da habe ich getestet, bis wohin das Wasser ansetzt. Hat natürlich nicht wieder da angesetzt, wo es sollte. Habe dann gedacht so, dann machst du halt dann nochmal so eine random, so eine kleine Einbuchtung. Also so ein, ja, im Grunde genommen wie so bei so einem Baggersee, so dass du da noch so ein bisschen Kies hast und dann plups geht's runter. Hat an sich so funktioniert, wie ich wollte, aber ich habe dann halt jetzt doch, wie ihr seht, so diese Kante da. Und das ist noch mein Problem, wo ich noch nicht ganz so mit zurechtkomme. Aber ich denke mal, es ist mir besser gelungen als das erste Mal. Und ja, ich ziehe nur noch das Gehege, ziehe ich jetzt nur noch. Und ja, dann ist es eigentlich auch schon vollbracht. Ich habe es dann noch mal ein bisschen kleiner gemacht, weil ja, Yuki wieder sehr, sehr groß baut. Also das Talent mit Großbauen ist mein zweiter Vorname. Wir kennen es ja schon. Nein, ich habe es einfach, ich meine es dann immer gut mit dem Großbauen und denke mir dann so, ach Yuki, so groß sind die nicht. Und dann, naja, aber es hat alles so gepasst von der Höhe und ja, da setze ich jetzt noch Steine hin, einfach weil ich nicht wollte, dass die Pinguine spazieren gehen, weil das wäre dann nämlich passiert. Weil ich habe die Glasscheibe da nicht mehr hochbekommen und habe gedacht, es sieht hübsch aus. Also setz Steine hin, auf der Seite nochmal das gleiche Spiel. Wir wollen ja nicht, dass die Tierchen auf Wanderschaft gehen. Letztendlich, mehr habe ich nicht getan, noch ein bisschen hin und her gezogen. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Ganzen. Ich glaube, jetzt bin ich noch so zum Schluss, werde ich es nochmal genau hier ein bisschen kleiner machen, weil ich es halt einfach so ein bisschen groß fand. Und werde dann, glaube ich, jetzt noch so ein bisschen einfach abrunden, die ganzen Seiten. Und letztendlich ist es dann aber schon fertig. Genau, die Tür setze ich noch ein. Die Tiere werde ich noch mit reinholen. Und ansonsten, meine Güte, jetzt habe ich es aber. ja, war es das. Und ja, schaut noch ein, zwei Sekündchen zu. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Pinguine rauslassen im Gehege. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und so. Erstmal hier die Maus wieder richtig drehen. Ja, wie gesagt, Speedbuild. Weiß ich nicht. Oder ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Speedbuild vielleicht am Schluss mache. Ich muss es mir noch überlegen. Genau, die Pinguine sind eingezogen und wir schauen uns die jetzt das erste Mal richtig an. Und oh mein Gott, sind die nicht süß? Oh, sind die süß. Oh, sie sind so flauschig. Okay. Ach so, deswegen komme ich nicht vorwärts und nicht rückwärts. Gut. Die sind am Rummeckern. Sie haben kein Rückzugsort. Das ist das Einzige, was denen noch fehlt. Wasser ist Todi, das ist alles ist richtig gut, aber ich werde trotzdem noch ein paar Pflanzen setzen und alles. Aber nee, Gehege. Wir werden auf jeden Fall wieder diese schönen Schlafblätter nutzen. Königspinguin ist das. Das ist das Große. Dann setzen wir das mal hier hin. Ach, keine Ahnung, und da noch hin. Und selbst die wollen. Ich weiß gar nicht, weil die brauchen bestimmt eine bestimmte Temperatur. Das, Ach, mein Gott, ich bin so ein Dussel. So, jetzt solltet ihr auch gleich das Spiel hören. Meine Güte. So. Ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht das mit reinmache. Weil ich hier unten. Also ich habe hier drunter, ja, also ich habe hier noch was, wo man sagen kann, das kann man noch als, was ist das überhaupt? Das ist ein Steg. Nee, wir lassen das mal. Ich will jetzt wirklich einmal kurz. Ich möchte das so ganz gerne so in dem Stil haben. Ich weiß nicht, ist das jetzt für die Pinguine? Ist das? Das ist. Oh mein Gott. Ach so, nee, das ist was. Pinguine. Okay, also das ist schon für die Pingus gemacht. Dann. Wir machen das mal hier so hin. Hier so. Schwupp. Das schwebt leider so ein bisschen. Da muss ich, glaube ich, noch mal so ein paar Treppen mit dran setzen. Aber, ach so, ist das. Nee, okay. Nein. Nein. Das schade. Ich hätte es gerne genommen. Haben wir denn hier überhaupt. Nee, sonst haben wir hier gar nichts. Außer die jetzt hier. Das sind hier diese Schlafmöglichkeit-Dinger. Die man hier so. Ja, mit dran machen kann, aber. Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte so ein bisschen was bauen. Das, oder wir setzen sowas. Na. Sowas würde ich ganz cool finden. Können wir die eigentlich noch. Warte mal. Okay, nein, wir können sie nicht anmalen. Oder? Nein. Schade eigentlich. Ich hätte die gerne angemalt. Egal. So. Gehege. Schlafen, das war's, ne? Nein, das war's nicht. Das. Ah, wo ist es denn jetzt? Das war's. Ich setze hier einfach jetzt so ein paar hin. So. Drei Stück hier so. Dann sollte das aber eigentlich auch gut sein. So. So, Herr Pinguin, was sagen Sie denn? Ist das denn schon besser? Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, jetzt mach mich nicht fertig mit der Tiefe hier. Weil das sollte funktionieren. Jetzt brauchen Sie natürlich noch
erstmal was zu trinken. Wir brauchen noch was zu trinken. Ganz klar dahin. Damit die nicht so weit latschen müssen. Ich habe viel zu groß gebaut. Ich habe so unfassbar groß gebaut. Das ist echt genial. So, dann kriegen die jetzt noch so ein bisschen Schlafi. Hier so extra groß kriegen die... Nein, doch nicht so. Mach das mal wieder rückgängig. Danke. So, machen wir hier nochmal so ein bisschen was rein. Hier auch nochmal. Und dann da hinten. Hallo? Das Spiel denkt sich auch nur gerade so. Hallo, hallo. Dass man immer so... Das Spiel ist ein bisschen zickig. Nein, sowas. Wie war das gerade mit zickig? Aber ich hätte hier ganz gerne noch so ein paar Pflanzen. Aber die wollen nichts. Die wollen absolut nichts. Das Einzige, was ich denen reinsetzen könnte, Tundra. Also so... Leute, versteht mich nicht falsch, ne? Aber... So gar nichts? Nicht mal ein Pflänzchen? Ein Bäumchen? Das, das macht Yuki traurig. Wenn die so gar nichts wollen, so irgendwie so, warte mal, wir machen mal Kontinent, wenn wir sagen das. Oder, ach, das Dings habe ich ja nicht. Wir machen das mal, Biom und Tundra. Biom, wo ist sie denn? Die Tundra ist das Hab. Was? Nee, bestimmt nicht. Okay, ah, gucke mal. Dann sind alles so Graspflanzen, aber das ist halt so, wo ich mir jetzt gerade denke, so, okay, besser als nichts. Dann kriegt ihr halt diese kleinen Pflänzchen, die, wo ich nicht weiß, wo ich was hinsetzen soll. Oh, oh, ich, ah, Yuki, ha. Aber wie gesagt, ich muss da halt so wirklich so mega aufpassen, dass das echt nicht zu viel wird. Okay. Aber wir merken uns, Pinguine, genügsame Tiere. Ganz genügsame Tiere. Ich glaube, die sind für hier unten. Bin mir da aber nicht so hundertprozentig sicher. Also haut mich nicht, falls ich da jetzt irgendwas nicht richtig mache. So, dann haben wir hier. Ist zwar so ein bisschen unlogisch, aber einfach, damit es hübscher aussieht. Machen wir hier mal so ein bisschen was hin. Aber hier noch so ein bisschen, da noch so ein bisschen. Der bekommt hier sogar noch was hin. So, ja, weiß ich nicht. Die wollen halt, ja, Spielzeug wollen sie noch. Die wollen wahrscheinlich Spielzeug ohne Ende haben. Das sollen sie auch kriegen, okay. Wir hören jetzt mal kurz auf. Vielleicht kann ich noch ein paar Felsen irgendwo setzen. So. Gehege. Beschäftigung. Filter.
Art ist der Königspinguin unter K einmal bitte halt. So. Ach, guck mal, die wollen tatsächlich. Das wollen die. Ich glaube, das sind jetzt auch nicht so die Landtiere, die jäh schreien. Wir laufen jetzt 24/7 hier rum. Ah, dann stellen wir... hör auf, mir das zu verändern. Das, nein. Da habe ich gerade zu lange rumgebastelt, um da irgendwie zu sagen, ja, wir können es so lassen. Das kann ruhig so bleiben. Da habe ich nichts gegen. Dann das Quietscheentchen hier. Ich setze sie einfach mal dahin. Und das... Ach du liebe Güte. Ah! Ich sehe was. Das setzen wir mal echt so ein bisschen versteckt hier hin. Und die... Boah, hört ihr diese Bomben? Hört ihr das? Dieses Bom, Bom, Bom. Voll krass. Und ich glaube, ich mache sogar hier nochmal was hin. Okay. Das sollte doch jetzt aber alles zum... Was fehlt dir denn? Was? Mit der Fläche, Gehege? Ach, nicht. Mit dem Wohlbefinden. Warum? Aber. Ach, wartet mal. Halt, stopp. Den ist zu warm. Ja. Den. Warte mal. Ihr wollt. Ja, das ist schön, dass ihr sagt, hier stimmt was nicht. Aber ihr sagt mir nicht, was nicht stimmt. Da kannst du echt eigentlich lange suchen. Das finden sie toll. Oh, noch nicht mal fruchtbar. Frage Zoopedia, was nicht stimmt. So. Die wollen nämlich ein... Die wollen es nämlich frostig kalt haben. Und zwar bis 17 Grad. Und wir haben keine Ahnung, was für eine Temperatur. Deswegen sind die auch so gestresst. Mensch, Yuki, da hättest du auch mal gleich drauf kommen können. Dann haben wir wieder Gehege. Dann brauchen wir was zum... Hallo? Wie jetzt? Ach so. Ach. Ja. Es muss einmal... Da eine hin. Dann muss... Ich würde schon fast sagen, lieber so hier einmal eine hin. Dann hier. Dort. Und machen wir hier nochmal eine hin. Oha, die werden richtig Geld fressen. Also Leute, falls ihr euch Pinguine kaufen wollt, macht das lieber ganz zum Schluss. Reichweite, das haben wir. Machen wir mit minus 4 Grad. Und das müsste gleich besser werden. Gut, dass ich Strom schon mal angeschlossen habe. Das ist die nächste.
Minus 4 Grad. Ah, jetzt sieht man auch so schön, wo die hinkommen und wohin nicht. Hier das Gleiche. Können... Da. Ach so, so. Jetzt sollte doch eigentlich alles so im... Na, okay. Ich sollte sich doch jetzt langsam beruhigen. Ich brauche noch mal... Sowas brauche ich noch mal. Nein! Lass die da stehen. Ich brauche noch mal sowas. Die Besucher werden sich freuen. Es wird nämlich verdammt kalt. Da werden... Also, es wird schön kalt. Es wird ein kaltes Häuschen. So, habe ich denn jetzt alles so... So. Dann einmal hier. Ja. Machen wir auch alles schön. Alles schön, minus 4 Grad. Damit die sich echt hier überall bewegen können. Seid ihr jetzt glücklich, ja? Na, noch nicht ganz. Ja, wir haben das... Ist hungrig. Warum? Dann... Tierpfleger wurde angefochten. Dachte, hier ist ein Tierpfleger für da, aber... So. Und jetzt... Oh, oh, halt, halt. Ihr bewegt euch nicht. Ich muss mal eben gucken. Ich nehme jetzt schon wieder fast 20 Minuten auf. Nee. Nee, du da. Du. Ach nein. Lass die doch da stehen. Ja, so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Nur, dass das Wasser irgendwie schöner wäre, wenn es ein bisschen sauberer wäre. Irgendwas glitscht da? Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Wie gesagt, nur, dass es halt ein bisschen... klarer wäre. Das wäre schön gewesen. Und irgendwas hängt da. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ja. Dann, wo sind die denn? Da ist einer im Wasser. Komm her. Zum Abschluss gucken wir uns jetzt noch den an. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Ich find's ein sehr gelungenes Pack. Ja, es ist echt toll. Das, auch hier unten, das sieht echt schnieke aus. Ach, guck mal, da kommt schon der nächste. Jetzt wollen die alles, alle ins Wasser. Ich muss noch einen Tierpfleger dafür einstellen, das darf ich nicht vergessen. Wie gesagt, jetzt, wie süß sieht das denn aus? Das sieht doch mal voll süß aus. Der will bestimmt ins Wasser. Oder trinken die? Ich weiß es nicht. Okay, der watschelt jetzt wieder nach oben. Mein Gott, wie die watscheln. Dass sie überhaupt so diese steilen Dinger hier hochkommen. Oh nein, wie süß. Guckt euch an, wie süß es ist. Es ist, ach, es ist göttlich.
Oh, das ist aber ein bisschen schief. Das kann Yuki ja nicht so auf sich sitzen lassen. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie... Also entweder hat Yuki Knick in der Optik oder das Ding hat einen Knick in der Optik. So. So, jetzt aber. Das ist natürlich so... So mittig da, wo es nicht hin soll. Ich glaube, das Ding hat einen Knick in der Optik. Oder Yuki hat einen Knick in der Optik. Also eigentlich müsste ich jetzt hier auch noch Schnee hinpacken. Aber ich glaube, die wollen keinen Schnee. Wollen die Schnee? Nee. Ach, das ist doch doof. Naja, aber... Ach, was denn? Was zur... Ach, Leute... Irgendeins ist ausgebrochen. Ich weiß nicht welches. Warum füttert die denn keiner? Ach du! Halt! Komm her! Ach, und du schon wieder. Ist das schon wieder... Ich weiß immer nicht, wie die da hinkommen. Die einzigen, die nicht ausbrechen, sind die Elefanten. Die nicht ausbrechen. Und die Lamas. Das sind echt so die einzigen Tiere, die nicht ausbrechen. Was ist denn hier? Ich habe keine Ahnung. In dem Sinne, ja. Werde ich jetzt nochmal da darüber rasen. So schnell wie es geht. Und ja, dann. Ach Gott! Was? Aber. Okay. Ich weiß zwar nicht, was schief gelaufen ist oder ob wir ein Jungtier gekauft haben. Aber, nee. Ja, okay. Ihr Lieben, damit, mit diesem süßen Bild, mit diesem süßen Bild hier, verabschiede ich mich von euch. Mit den Pingos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.